Liebe Freunde, ich präsentiere euch unser Boot, die Scuola Pasta. Schön. Sag mal, da fühlt man sich ja gleich willkommen. Das Boot steht ja hervorragend. Verrückt, ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Freund mit einer anderen Frau wiedersehe. Das wird sicher Stress geben. Du kennst sie doch gar nicht. Das ist eine blöde Kuh. Gefallen euch die Kajüten? Oh ja, fantastisch. So ein Scheißdreck. Ist jetzt der richtige Moment, mit dem Rauchen aufzuhören? Oh, glaub mir, ich krieg das hin. Überhaupt kein Problem. Und wie alt ist das jetzt? 34. Ah. Mein erster war ein alter Knacker, 20 Jahre älter als ich. Ach, wie bei Richard und mir also. Ah, nein, nicht so alt. Sieh mal, wir haben den gleichen Bikini. Oh, wie lustig. Wir sind Bikini-Freundin. Yeah. Die Rettungswesten sind sehr wichtig, besonders bei Turbulenzen. Turbulenzen? Hast du das vor der Abfahrt getestet? Mein Boot ist wie ein Freund. Man weiß sofort, ob man sich darauf verlassen kann. Mach aber schnell, ich bin echt erledigt. Das Jod, das Salz, der Wind, keine Ahnung, das macht mich geil. Jill auch, wir waren unermüdlich. Ich schwör's dir die ganze Nacht. Ich hab die Schnauze voll von dieser scheiß Segeltour. Sie brauchte mal ein paar Tage, um sich zu akklimatisieren. Da hat gerade irgendwas mit Bein gestreut. Morgen wird sie besser drauf sein. Bist du schon mal bei solchem Wetter gesegelt? Das ist doch nichts, nur eine harmlose Windböe. Ihr habt Angst, weil ihr total alt seid. Drei alte, schlaffe Säcke. Jedenfalls freue ich mich, hier zu sein. Euch zusammen, als Teil von euch. Ihr kotzt mich sowas von an! Man kann ja sagen, was man will, aber wenn du einen Urlaub organisierst, lässt du es nie langweilig werden. Danke, dass ihr hier bei mir seid. Ich hab euch lieb. Ich hab sie gern, aber manchmal gehen sie mir auf den Keks, das glaubst du nicht. Da ist nur ein kleines Leck.